Hey meine Freunde, was geht? Herzlich willkommen zurück hier zu Doom Eternal. So viel Munition einsparen wie geht, weißt du? Das Teil verwirrt mich. Die Geschichte der Wächter, Teil 13. Der Bürgerkrieg tobte über Jahre und forderte seinen Tribut von den Soldaten, deren Rüstung befleckt von Blut ihrer Brüder auf einem verfluchten Schlachtfeld lagen. Endlich stießen der Orden der Deak und die Wächter der Nacht auf eine Möglichkeit, den Krieg zu beenden. Mit dem Slayer als Anführer ihrer Armee sammelten sie sich, um das Tor zu durchqueren und Necroval die Stadt der Toten zu unterwerfen. Der Orden der Deak, die Höllenpriester, die den Wächtern der Nacht vor langer Zeit Treue geschworen hatten, unterstützten unsere Mission. Die heiligen Priester, Die heiligen Priester, die den Agenta seit Anbeginn der Zeit gedient hatten, versicherten uns, dass der Weg frei war. Der Plan war, in Necroval einzumarschieren und die Fabrik in Stücke zu schlagen, um die Essenzversorgung Urdarks abzuschneiden und der Khan-Maker ihren Gewinn zu versagen. Unsere Streitkräfte machten sich bereit und brächten voran, als das Gift des Verrats Wirkung zeigte. Was? Als sie das Höllenportal betraten, wurden die Wächter der Nacht vom Chaos auseinandergerissen. Unsere Krieger wurden voneinander getrennt, als sich die Tore verzerrten und sie über das unheilige Reich schleuderten. Manche unserer Krieger fanden sich unweit der Tore wieder, die sie zuvor betreten hatten, aber die abscheulichen Priester hatten den Heimweg versiegelt. Die Falle schnappte zu und jeder einzelne Agenta sah sich blutgierigen Horden von dämonischen Monstern gegenüber. Damn. Doch nicht nur die Priester hatten die Armeen des Nordens verraten, sondern auch einer der Wächter. Der Verräter! Die Hölle hatte seine Schwäche aufgespürt und für den Untergang Agent Dunurs genutzt. Wäre dieser Verräter nicht dem Wahnsinn anheimgefallen, wären wir noch immer im Besitz der Macht der Geister und das Banner der Wächter würde noch heute über Agent Dunur gehisst werden. Der Verräter, den wir schon getroffen haben. Ist das? Ja, schön.
Alter, ist ein Thron. Damn. Und wenn du hier runterspringst, bist du am Arsch. Nee, weil da sind Knöpfe. Kriege ich hin. Okay, offen ist. Quake 2 Rage, Alter. Ich hab's kaputt gemacht. Bin super konzentriert, Alter. Sorry, jetzt habe ich ihn geschlagen. Das wollte ich erst jetzt. Zack. Das ist so ein Scheiß, wo man nur eine Chance hat, Alter. Das ist doch scheiße. Leute, das ist doch scheiße. Wenn ich es wenigstens sehen würde.
Ist es das da? Ich lande da unten. Oh, da war's. Willst du mich rollen? Oh, warte mal. Werden wir nochmal nach oben gebracht? Hier ist ein Gitter. Das heißt, da kommen wir nicht rein. Die Frage ist jetzt, kommen wir jetzt nochmal da hoch oder nicht? Weil wenn nicht, finde ich das schon ziemlich kacke. Okay, aber jetzt bringt's uns das, dass wir jetzt noch mehr Wasser rausgeholt haben. Irgendwie müssen wir das ganze Teil unter Wasser setzen. Ich
kann ich hoch. Doom 2016 konntest du wenigstens die Fetten auch mal wegsprengen. Scheiße, Leute. Die Geschichte der Wächter, Teil 14. Die Wächter sahen sich über die Hölle verstreut, verlassen von Priestern und Verstärkungen und setzten zur letzten Schlacht mit den Streitkräften der Hölle an. Unbeugsam zerschmetterten die Wächter im Angesicht des sicheren Todes hunderte Dämonen und spießten Titanen auf. Als ihren Atlanen die Energie ausging, ach wahrscheinlich die Riesenroboter. Energie ausging, begaben sich die Wächter auf den Boden und bekämpften die Horden zu Fuß. Die Hölle wusste von dem Verrat, denn es waren zweifellos Maker und Priester, die die Saat gesät hatten, lange bevor die tapferen Krieger durch das Tor schritten. An diesem Tag bezeugte die Hölle das wild schlagende Herz der freien Menschen von Argentinur. Sie zeigten keine Todesangst. Sie starben, wie sie lebten, mit Schwert und Schild fest im Griff, und Dudark würde nie würdig sein, solche Giganten willkommen zu heißen. Ihr Schicksal war das der Götter des Krieges, und sie würden nie vergessen sein. Lord Sash, den unerschütterlichen Bannerträger, fand man mit seiner Kriegsstandarte durch die Kehle einer riesigen Bestie gerammt, und seine Überreste waren von Feindesleichen umringt. Rohan, der Mächtige, hatte derart viele Gegner ausgeweidet, dass ihre Eingeweide die schwarzen Felsen wie Reben umschlungen. Gnadenlos bis zum letzten Atemzug hatte Gor seine Klinge an den Knochen seiner Feinde zerbrochen. Und als er fiel, hatte er beinahe 4 Dutzend weitere Dämonen mit bloßen Händen hingeschlachtet. Die Priester glaubten alle Wächter tot, doch wir sind Agenter, wir sind Bezwinger. Auch wenn der Deak-Orden sie als ketzerig verteufelt, halten sich die Gerüchte hartnäckig, dass der Slayer selbst noch immer im unheiligen Reich wütet. Das Volk kann es nicht wissen, denn die Zukunft von Argentinur wurde von den pervertierten Visionen der Essenztrinker verborgen und verzerrt. Das Licht der Geister wird unsere Welt nie mehr erhellen. Alles ist zerfallen. Sollte der Slayer am Leben sein, möge er unsere Rache Fleisch werden lassen. Sollte er siegen, möge er diejenigen richten, die uns Unrecht getan haben. Möge das Blut an seiner Klinge nie trocknen und möge sein Krieg nie enden, bis die Schuldigen bestraft wurden. Und möge dieses Unheil nie mehr seinen Schatten über seine Welt werfen. Puh. Leute, es muss doch ein Weg da hochgehen. Weil im freien Fall kannst du das niemals erreichen. Das kannst du doch niemals erreichen. Also jetzt mal ehrlich. Wie man das machen kann, dass man hier alles mit Wasser füllt.
Ja, kein Plan, Leute. Scheint so, als würde uns dann eine Sache fehlen. Das nervt mich extrem. Alter, das nervt mich richtig. Okay. Okay. Wir haben übrigens jetzt einen roten Anzug. Sicher möchtest du deine Rache ausprobieren, bevor du gehst. Okay. Schmelztiegel. Der Schmelztiegel ist eine mächtige Nahkampfwaffe. Drücke M, um ihn aus seiner Scheide zu ziehen und drücke dann Maus 1, um Dämonen aufzuschlitzen. Jeder Dämon verbraucht einen Balken. Füll die Energie des Schmelztiegels mit Pickups auf, die du in der Welt findest. Vor allen Dingen was? Drücke auf V. Kann man machen. Sorry, Pinky, heute nicht. No. Ja, lass mich doch mal vorbei, Alter. Was ist denn mit dir kaputt? Digga. Man mir auch vorher sagen können, dass da noch so ein Riesenvieh kommt, Alter. Vielleicht dann hätte ich mir noch ein paar Schmelzziegelteile übrig gelassen, weißt du? Sorry. Hab's gerade eilig. Und ja, ist ja keiner, weißt du?
Vielleicht willst du es mal ausprobieren. Arschloch. Ja, ein Marodeur. Alter. Ach, ich kann abhauen einfach. Dann fehlt uns das eine Teil, Alter. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie mich das jetzt triggert gerade. Was fehlt denn? Ein Spielzeug wieder. Zugang. Kein Mensch hat jemals einen Fuß in diese Dimension gesetzt. Über die Maker-Agent-Fabrik in der Höllenstadt Nikavol kannst du das nichts durchqueren, doch nicht aus eigener Kraft zurückkehren. Vega kann aber ein Portal für dich erschaffen. Aus diesem Grund musst du Vega durch das Nichts mit nach Urbeck nehmen. Verstanden. Ich trenne mich von den Systemen des Schiffs. In Arbeit... Transfer auf externes Laufwerk erfolgt. Ich traue hier keinem mehr. Vega ist nicht mehr mit deinem Schiff verbunden. Ich konfiguriere das Portal nach Nikavol. Benötigst du noch irgendetwas, bevor wir unsere Reise nach Urdek antreten? Du kannst nicht zurück, bevor die Mission abgeschlossen ist. Das ist deine letzte Möglichkeit, Gegenstände freizuschalten und die Fortress zu erkunden, bis deine Mission abgeschlossen ist. Konfiguriere den Teleporter, wenn du bereit zum Gehen bist. Achtung, dies ist eine Notfallsendung des Arc-Widerstands. Überlebende Zellen rund um den Globus bestätigen, dass die dämonischen Invasoren innerhalb der letzten 24 Stunden damit begonnen haben, sich in Schwärmen nahe Blutnestern zu sammeln. Arc-Wissenschaftler glauben, dass dieses Verhalten auf die Ankunft einer Superbedrohung, eines Weltenfressers, hindeutet. Arc-Mitarbeiter raten allen Überlebenden, in den sicheren Zonen zu verweilen. Weltenfresser? Warte mal, wir haben 4? Für was haben wir denn 4? Eigentlich müssen wir doch 3 haben, oder?
hier haben wir alles. Das Einzige, was wir jetzt noch holen können, ist da drüben. Dafür brauchen wir doch aber keine drei. Okay, ich bin maximal verwirrt. Fehlt auch noch was. Jetzt mal ehrlich, Leute. War hier unten noch was? Bin ich gerade einfach nur verwirrt? Was wir ja auch noch machen können, ist ja unseren heiligen Schlüssel einsetzen, ne? Vor allen Dingen, das Ding ist, wir haben noch einen Schlüssel übrig. Und ich glaube, wir bekommen ja noch einen, wenn wir das andere Spielzeug noch finden würden, ne? Oh shit. Unmaker. Der Unmaker ist eine verheerende Schnellfeuerwaffe mit breiter Streuung. Unmaker und BFG verwenden dieselbe Munition. Drücke F, um zwischen BFG und Unmaker zu wechseln. Der Unmaker. Reine Maker-Technologie. Inspiriert von Wächterwaffen und verfeinert durch ihren göttlichen Geist. Sein Zerstörungspotenzial ist überwältigend. Überwältigend. Aber ich hab recht, ne? Das alles schon frei. Also wozu habe ich noch diesen einen Schlüssel? Leute, das macht mich irre. Wozu habe ich diesen einen Schlüssel noch? Nice. Hier noch irgendwas offen?
Achso, das hatten wir ja auch schon. Ich hab nirgends irgendwas offen, ne? Nee. Glaubst du, das macht mich irre, sowas? Das triggert mich. Mich triggert vor allen Dingen auch, dass wir das eine Teil nicht bekommen haben. Und ich bin so kurz davor. Nochmal das Level zu machen, offscreen. Leute, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge von Doom Eternal und dann, ja, lüften wir das Geheimnis, ob mein OCD so hart gekickt hat, Alter, dass ich dann doch noch das ganze Level nochmal wiederhole. Bis zum nächsten Mal, macht's gut, bye bye. Achso! Sei nicht so frech und hinterlass mir einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Freue ich mich sehr drüber und ja, hilft, dass der Kanal nicht stirbt. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao. I love it.